Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Call of Duty Advanced Warfare Exo Überlebenskampf Online. Und zwar habe ich heute ein Thema vorbereitet, wo natürlich wieder über das Thema Internet handelt. Und zwar Beleidigungen im Netz und deren Folgen. Ich habe auch schon Leute beleidigt im Internet. Das war natürlich ein Fehler, was ich auch verurteile, was ich getan habe, weil man natürlich dadurch nur die Sache verschlimmert. Ne? Man sollte manchmal lieber die Sachen nicht. Ja, du weißt schon, was ich meine. Nicht so. Ja, egal. Ist nicht so wichtig. Ich habe halt mal einen beleidigt, aber das. Der hat es auch verdient gehabt. So. Jetzt geht's mir aber um andere Beleidigungen, wie zum Beispiel, wenn jemand schreibt, hey YouTube Gamescom, du bist ein Hurensohn. YouTube Gamescom, du bist ein Wichser. YouTube Gamescom, du bist ein Hurensohn. Oder ich schlachte deine Familie ab. Das habe ich alles schon auf der PlayStation bekommen. Was mache ich dann? Nun ja, dann gehe ich zur Polizei. Und zwar könnt ihr jeden anzeigen, der euch beleidigt. Das ist so. Das heißt, wenn euch jemand beleidigt, euch jemand nach dem Leben trachtet, könnt ihr ihn anzeigen. Nämlich dann werden diese Leute, die diese Nachricht verschickt haben, Post vom Anwalt oder gleich von der Polizei bekommen. Und ich will es auch nochmal hier sagen. Wer mich auf der PlayStation 4 im PSN irgendwie beleidigt, wieder mit so Kommentaren kommt, ich stech dich ab. Den zeige ich an. Ich habe schon viele Leute angezeigt auf der PS4, die jetzt auch sich entschuldigt haben, weil sie natürlich auch, die haben eine ordentliche Strafe bekommen. Für Arschloch gibt es zum Beispiel 400 bis 500 Euro Strafe. Egal, ob das im Internet ist oder nicht. Wichser ist, glaube ich, 1000 Euro. Da kann ich ordentlich abkassieren. Und ich meine, das ist eine gute Einnahmequelle, meine ich. So. Ich weiß nicht, ob ihr mich jetzt immer noch beleidigen wollt, wenn es immer noch so ein paar Psychos gibt. Es gibt ja leider sehr viele kranke Menschen im Internet, die einfach nur beleidigen. Und viele wissen es nicht, dass man diese Leute anzeigen kann. Dass sie auch blechen müssen. Und ich wollte es euch einfach sagen, dass ihr, wenn ihr nächstes Mal so eine Nachricht bekommt auf der PS4, ich hatte mal einen Abonnent, der wurde auch nach dem Leben getrachtet, dem habe ich geraten, geht zur Polizei, klär das, Anwalt und so weiter. Die finden ganz schnell die IP-Adresse raus, den Wohnort und dann auch die Person, die das Kommentar geschrieben hat. Und der wird auf jeden Fall ordentlich blechen oder zumindest seine Eltern blechen. Müssen ordentlich blechen, Sozialstunden und so weiter. Der verkackt sein Leben, kann man sagen. Und das Internet ist nicht einfach so, wo man alles machen kann. Nein, man muss sich auch an die Gesetze halten, aber leider halten sich die Leute nicht an die Gesetze. Und das ist auch ein bisschen schade. Ich habe schon viele Leute angezeigt, aber jetzt halt nur auf der PS4, wo ich die Nachrichten bekommen habe, auf YouTube. Das habe ich alles mal abgesehen, aber auf der PS4 hatte ich mal wirklich ordentliche Beleidigungen, wo Leute gesagt haben, ich stech dich ab. Da bin ich natürlich sofort, habe ich das natürlich alles mit dem Anwalt geklärt. Das war auch Stress und so. Aber im Endeffekt haben die ordentliche Strafe bekommen, ne? Und ich habe schon mein Schmerzensgeld bekommen, bin zufrieden. Und ich meine, wenn ihr mich beleidigen wollt, tut es doch, macht es doch. Ich halte euch nicht auf, aber ihr müsst auch mit dem Gedanken leben, dass ich euch dann halt auch anzeigen werde. Und das sollte jeder machen, weil man sollte das nicht einfach so lassen. Wenn dich jemand beleidigt, das ist ja wie im echten Leben. Ne? So sehe ich das. Wie seht ihr das? Wie seht ihr das so? Habt ihr auch schon Leute beleidigt? Habt ihr auch schon Erfahrungen mit Beleidigungen gemacht? Habt ihr auch schon so Nachrichten bekommen? Mach ich stech dich ab oder keine Ahnung. Was eure Gefühle einfach verletzt hat, dann könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wie ihr Leute anzeigen könnt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall helfen.
juristisch, damit wir diese Personen, die euch beleidigt haben, ja, damit wir die vors Gesetz bringen, sozusagen. Egal, haut auf jeden Fall rein, und haut rein. Ciao.